Hier ist die Karl-Marx-Allee in Berlin am 7. Oktober 1984. Formationen aller Teilstreitkräfte der Nationalen Volksarmee, der Grenztruppen der DDR und des Wachregiments Felix Dzerzhinsky sind zur Ehrenparade angetreten. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Erich Honecker, Vorsitzender des Staatsrates und des Nationalen Verteidigungsrates, hat die Ehrentribüne betreten. Mit ihm Willi Stoff, Vorsitzender des Ministerrats, Horst Sindermann, Präsident der Volkskammer und weitere Mitglieder der Partei und Staatsführung. Die Glockenschläge vom Turm des Roten Rathauses leiten das militärische Zeremoniell ein. Der Minister für nationale Verteidigung, Armeegeneral Heinz Hoffmann, Mitglied des Politbüros des ZK der SED, nimmt die Meldung des Kommandierenden entgegen. Thank you.
Zum Vorbeimarsch an der Ehrentribüne
begeben sich die Formationen zur Ausgangslinie ihres Defilés zum Strausberger Platz. Gemeinsam mit Erich Honecker erleben die Parade hier in der Karl-Marx-Allee die Leiter der ausländischen Delegationen zum Nationalfeiertag. Unter ihnen André Gromm. Zehntausende Berliner und Gäste der Hauptstadt sind in die Karl-Marx-Allee gekommen, um bei dieser traditionellen Ehrenparade zum 35. Nationalfeiertag der Deutschen Demokratischen Republik die Soldaten des Volkes zu grüßen. Öffnen die Parade. Geführt vom Kommandeur der Offizierhochschule der Landstreitkräfte Ernst Engmann, Generalmajor Horst Söller. Offiziershörer der Militärakademie Friedrich Engels, der höchsten militärischen Bildungseinrichtung unseres Landes, marschieren an der Spitze. Angehörige der Offizierhochschule der Landstreitkräfte Ernst Engmann. Marschblock der Offiziershochschule der Luftstreitkräfte und Verteidigung Franz Mehring hat die Ehrentribüne erreicht. Angehörige der Offiziershochschule Rosa Luxemburg und der Unteroffiziersschule Egon Schulz der Grenztruppen der DDR. Paradieren Formationen der Offiziershochschule der Volksmarine Karl Liebknecht und der Flottenschule Walter Schwarz. In etwa 200 Meter Höhe nähern sich Hubschrauberstaffeln der Karl-Marx-Allee. Angehörige seiner Seelenbinder-Geschwaders mit Transport- und Kampfhubschraubern vom Typ Mia.
der Wettbewerbsinitiator der Luftstreitkräfte Luftverteidigung, die Hubschrauberstaffel Behrens aus dem Adolf von Lützow-Geschwader. Vom Strausberger Platz her nähern sich die motorisierten Paraden. Auf geländegängigen und luftlandefähigen Spezialfahrzeugen Fallschirmjäger des Bodenteils Willi Senk. Ein Aufklärungsteil löst sich mit unfähigen Schützenpanzerwagen. Oberstleutnant Peter Zehe führt Einheiten des Mottschützenregiments Hans Beimler. Den Schützenpanzerwagen Streberschützen. Sie sind in der Lage, fliegende Ziele sicher zu vernichten. Moderne Artillerie prägt nun das Bild der Parade. 40 hohe Geschosswerfer auf Katra-Basisfahrzeugen. Die Nachfolger der legendären Katusha. Kanonenhaubitzen. Hohe Feuerkraft und Treffgenauigkeit zeichnet dieses Artilleriesystem aus. Es folgen 130 mm Kanonen. In der Paradeformation Mottschützeneinheiten auf modernen sowjetischen Schützenpanzern aufgesessen. Von Typ 72 des Truppenteils Julian Maschewski rollen heran. Es folgen weitere Artillerieeinheiten. Im Paradebild eine Panzerjägerabteilung mit 100 mm Kanonen. Aus dem Truppenteil Rudolf Brenner 122 mm Haubitzen auf Selbstfallraketten. Eine Abteilung 152 mm Haubitzen auf Selbstfallraketten. Sie wird vom Oberstleutnant Eberhard Brandenburg, Kommandeur des Rudolf-Güppner-Regiments, geführt. Einheiten der Truppenluftabwehr der Landstreitkräfte. An der Spitze die Schulka mit elektronischem Feuerleitsystem, vor allem zur Bekämpfung tiefliegender Ziele. Es folgen Flak-Raketenkomplexe geringer Reichweite, eingesetzt zur Deckung von Mottschützen und Panzertruppen. Diese Massformation der Luftabwehr wird von Oberstleutnant Hans-Jürgen Schwarz kommandiert. Raketenkomplexe auf Selbstfahrerketten des Truppenteils Bernhard Westmann. Diese Raketen können Luftgegner in allen Höhen und Geschwindigkeiten bekämpfen. Zwillingsfahrraketenkomplexe. In Selbstfahrerketten folgen Transport- und Ladefahrzeuge. Flak-Raketen für Luftverteidigung mit dem Truppenteil Erich Reinhardt. Thank you.
der Volksmarkt. Jetzt fahren die Staatsbeamten in die Flügel. Auch hier folgen Transport- und Landfahrzeuge. Den Abschluss der Parade bilden taktische und operativ-taktische Raketen des Verbandes Bruno Leuschner der Landstreitkräfte.